Aced. Dreamy is live. An enemy has been slain. Pentakill. Ich glaub's nicht. Lead me to battle. Who's next? Lead me to battle. Into the fray. An eye for an eye. Your time has come. Lead me to battle. Your time has come. Dominating. An enemy has been slain. You are slain and winning. Double kill. An ally has been slain. Enemy double kill. Enemy triple kill. Aced. Enemy triple kill. Awesome. Oh, guck ich TV. Your team has destroyed a turret. An eye for an eye. Lead me to battle. Who's next? Who's next? Your time has come. Into the fray. Into the fray. Has been slain. Lead me to battle. You have been slain. An ally has been slain.
Alter Schwede. Alter Schwede. Das war ohne Scheiß. Das war schon richtig. Oh, Alter. Immerhin gingst du auch ganz gut aus, aber. Ja! Boah, das ist sowas. Das ist... Also an der Stelle wäre ich AFK gegangen. Hey. Schade. Du kannst den nächsten Slapstick nur im Mund. An eye for an eye. Lead me to battle. Your time has come. An eye for an eye. Wow. Nunu Bot, wir haben gerade Lee getötet. Free Baron, weil alles in der Mitte ist und Nocturne teleportiert Botlane. Wenn ihr noch ein paar Sekunden länger bleibt, dann stirbt ihr alle. Your inhibitor is restoring soon. Oh, was hier mal Momo gecatcht. Draven rennt rein.
Ohoho. War ein easy game, oder? Alter Penis, die Ari war zu schlecht. Wäre ein bisschen besser gewesen hätte, hätten die uns, glaube ich, hart gefickt. Hm. Weil die war eigentlich immer so voll easy, Frag. Hm. Holy Panoli. Also ich war verwundert, dass unsere Combo Amumu und Caitlyn auch gegen die Gegner so verzieht. War eigentlich so der Lee verreckt dann nicht, Nasus verreckt dann unbedingt nicht, wobei Nasus Items nie. Abyssal Scepter, Lichbane, Rabadons Death Cape und Relias Crystal Scepter. Okay. Somit habe ich die schändliche Niederlage aus dem letzten Spiel wieder reingeholt. Wie viele Punkte hast du bekommen? 13. Oh. Ich zähle jetzt in Wins und Losses. Ja, Lotto wurde ja heute gespielt. Superzahl 6, schade. Ja, ich wollte heute auch spielen, dann wollte online am Spielen abgesehen, ich bin zu spät. Ah, ich habe letztes Mal habe ich 2 richtige gehabt bei Spiel 77. Oh, 17, richtige bei Spiel 77. 17 Euro hat es gegeben. Ah. Einen richtigen. Ja, ich habe letzten Samstag gespielt, ich glaube, ich habe eine einzige Zahl richtig gehabt. Ja, ich habe überall in jeder Zelle eine Zahl richtig gehabt. Das ist was mit Behindert. Da habe ich auch eine Zahl richtig. Ja, ich mache jetzt Samstag klar, auf jeden Fall. Ja, weiß ja nicht, ob es sich lohnt, am Samstag überhaupt noch zu spielen. Wieso? Ja, wenn jetzt heute geknackt wird. Nee, ist nicht. Samstag. Ja, heute sind 11 Millionen drin. Heute waren 11, ja. So, ich habe noch 2x6 Kästchen, wo jetzt was drin sein könnte, weil einmal war jetzt nichts drin. Nein, die Zahl nicht. Nein, nein, nein und nein. Okay, jetzt das letzte Kästchen. Nein, 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 nein. Ohne Jackpot und so. Gar nichts. Da reichen auch schon 6 richtige ohne Superzahl. Letzten Samstag zum Beispiel gab es 1 Million. Ja, aber ich will ja schon mehr Millionen, mein Freund. Wenn wir unseren E-Sports-Clan Trolley Gaming oder so hier aufmachen wollen, dann brauchen wir schon ein bisschen mehr Kapital. Ich würde das machen, einfach nur um alle zu verarschen. Ja, ohne Shit. Aber schon richtig. Ja. Mit einem Kapital einsteigen, das echt fetter ist wie Alternate und Mausports und sowas. Ich würde jedes einzelne, ich würde alle weltweit besten Teams an allen Spielen kaufen. Ich würde sagen, ja, ich bin hier Lieder, was geht ab, bitte. So.
Ja, würde ich machen. Gut, vielleicht die Asiaten nicht, die sind unsympathisch. Ja, okay, so viel Geld muss man jetzt auch wieder nicht ins Fenster rausschmeißen, aber wir können ja Wäre aber so, lustig. Wäre aber wir lustig. können ja so ein Trollturnier veranstalten mit den Pro-Teams. Und wenn Ja. man mit einem Team verliert, dann kommt irgendwie von der Decke irgendwie Schleim runtergefallen und alle werden dreckig oder so. Das wäre auch So richtig nervig. wie in so japanischen Ja, Fun-Shows, weißt wo alle mit so Mini-Elektroschockern aus du? der Ja, Schulter irgendwie geschmissen sowas in der werden. Art. Immer wenn Und dann jemand wird der stirbt. dazu Team Fight-Schaden und alle Ja, sind ja. Oder dann irgendwelche Torten auf die Leute werfen und so, mitten im Fight. weißt du? Ja. Ja, und noch so Zettel mit so Zwischenaufgaben, zufällige Zwischenaufgaben im Spiel Genau. verteilen. Töte jetzt den Gargoyle, weißt du, im Gegnerteam kriegen auch drei Leute den Auftrag irgendwie so heimlich angezeigt. Und der Verlierer muss über irgendwas Ja, geforscht werden. genau. Der verlieren muss, der muss dann leiden. Das wäre schon ziemlich episch. Was glaubst du, wie viele Leute das gucken würden? Ich glaube, da waren 250.000, kann man das schon kriegen, Alter. Glaube ich auch. Ey. Glaube ich auch. Dann holst du noch irgendwelche da Ex-Pornostars, die das Game spielen, die dann fast nackt bekleidet da sitzen und das Ganze moderieren? Ja, genau, Und dich übertreiben da tauschen. diese eine Shara, Sascha Gay, Gray. Grey, Genau. ja. Ja. Gibt ja mittlerweile ein paar, die das spielen können, aber ob das alles Ex-Pornostars sind, Es ist aber. knallhart, diese Taktik, was die da auffahren, hey. Heftig. Ja. Hätte nicht gedacht, dass es so hier war. Zu viel Windenergie. Orkantief drückt Strompreise um 40%. Alter Schwede, zu viel Windenergie wird erzeugt. Experten schätzen, dass deutsche Windturbinen durch das Orkantief in den kommenden Tagen 3 bis 4 Mal so viel Elektrizität produzieren wie normalerweise. Die Strompreise sind stark gesunken. Ja, schön, dass ich das komplette Jahr zahlen muss. Ja. Das ist. Jetzt habe ich im Kumpel geschrieben, hey, mach in den Pub. Dann spielt ja Augsburg gegen Hamburg. Schauen wir mal. Ein bisschen so feiern, dass ja Doktorarbeit und so, nee. Ja, Ja, aber jetzt Doktorarbeit, da muss ich ja schon einen nochmal drauf trinken, mal. Also in der Arbeit natürlich. ist halt jetzt bei mir voll der Chili ausgebrochen, gell. Jetzt sagt alles so nach dem Motto, yo, ich hab's geschafft, passt. Gut. Jetzt reicht's mal. Ich glaube, ich habe bei 500 Megabyte. Ich dachte wohl, Rubin. Schon geknackt. Nach ein paar Tagen. Von wegen 500 Megabyte sind ausreichend, du Arsch. Kannst ja nachgucken, du. Ja. Ja, aber zu Hause bist du doch mit Datennutzung. WLAN oder mit Ja, Internet? klar. Oh. Das hat jetzt wieder am Monatsanfang neu angefangen. Cool. Geil. Ja. Ja, ich habe ja bitte
November angefangen und da dachte ich, geht das jetzt 31 Tage lang durch. Aber jetzt hat es wieder bei Null angefangen am 1. Dezember. Und jetzt seit dem 1. Dezember habe ich 40 Megabyte. 4 mal 10, ja, kommst du auf 40 Tage. Könnte hinhauen. Könnte hinhauen. Man ist die Northcon. Jetzt nicht, sondern Nächstes am Wochen. Morgen. Ach so, Morgen. toll. Morgen Ja, ist das Sonntag. ist jetzt wieder scheiße. Ich hätte jetzt gehofft, dass das vielleicht so am 20. Dezember ist oder so. An dem Ne, Wochenende. dieses Jahr haben sie es aus irgendeinem Grund vorgezogen. Weil dann hätte ich nämlich Urlaub gehabt. Und da ich Urlaub nichts zu tun habe. Und ich sozusagen ein gewisses Urlaubsbudget auf der hohen Kante habe, habe ich jetzt eigentlich gesagt, hey, wäre doch eine Idee, jetzt in meinen 3 Wochen Urlaub da mal vielleicht. Ja, aber du gehst da jetzt nicht hin, oder wie? Nee, weil sonst auch niemand hingeht. Außerdem muss ich diesen Monat eh noch. Diesen Monat werde ich kein Geld mehr haben. Muss 1 Million Geschenke kaufen, fahren wir zum Fußball und Kram. Und du musstest deine Bachelorarbeit Was hat meine Mutter binden. bezahlt? Achso. Außerdem waren das nur 25, oder? 35 Euro. Ja. Also auf der Northcon, da gibt's sogar Cosplay. Wow, Cosplay Arena. 7.12. Was macht eigentlich Harry aus dem Container? Der Harry aus Big Brother. Geile Bildsache. Den kannte ich bis gerade gerne gar nicht mehr. Habe ich vergessen. Ich weiß sogar noch, wie der aussieht ungefähr. Gell, ne? Ja. Wobei man ehrlich sagen muss, ich habe den Harry aus dem Container auch angeguckt. In, zu der Zeit habe ich, glaube ich, noch Big Brother geguckt, dann und wann. Das erste Big Brother habe ich sowieso geguckt. Also, Erst habe ich auch gesehen. da habe ich jetzt zwar nicht jede Show angeschaut, aber wenn man abends halt immer Fernsehen geguckt hat, da wusste man immer, ja, Big Brother kommt, schalt mal ein. Da war das ja noch neu. Ja, mit Zlatko und Jürgen und der Alex, der dann irgendwie der Macker von der Jenny Elvers wurde. Ja. Ja, die LOL-Leute vom LCS, die dürfen nur noch LOL streamen.
bum bum bum. Alter, das ist ja geil. Hier. Naja, da fehlt aber noch eine Beleidigung am Ende. Motherfucker oder so. Ja, ich gehe mal, ich muss mich noch eincremen und dann. Ah. Ja. HFGL. Meine Haut irgendwie zerfickt sich total. Zurzeit mit, keine Ahnung, was für Chemikalien ich gerade habe, die total drauf gehen. Alles juckt. Arme, Beine, ey. Ah! Kratzen, ey, das ist so ein Scheißdreckskacke. Jo. Ich würde sagen, dass ich meine Zeit nur noch im Labor, im Büro verbringe und nicht mehr im Labor, weil ich bin ja jetzt so ein angehender Doktormacher. Da brauche ich jetzt so einen Scheiß nicht mehr. Ist ganz klar. Okay. Also, ciao, Mann. Ciao. Disconnected.